Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Ich bin heute ein bisschen zerzaust, denn ich sitze hier gerade am Ostseestrand und es hat eben geregnet. Aber ich wollte diese schöne Kulisse ja, hier einfach nutzen und genieße das gerade und wollte deswegen oder möchte deswegen dieses Video hier dennoch für dich aufnehmen. Es geht heute um das Thema Zufriedenheit, beziehungsweise im Speziellen darum, gib dich zufrieden versus sei zufrieden. Denn für mich gibt es da einen großen Unterschied. Und ich könnte mir vorstellen, dass du es auch kennst, dass man dir sagt oder auch gesagt hat, jetzt gib dich doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Warum willst du immer mehr haben? Warum kannst du nicht endlich mal zufrieden sein mit dem, was da ist? Und ich kenne diese Sätze und ich habe mich noch nie zufrieden gegeben mit dem, was ich hatte, sondern ich habe immer nach mehr gestrebt. Und bei diesem Mehr geht es aber gar nicht immer um irgendwelche materiellen Dinge, sondern es geht einfach auch mehr vom Leben haben wollen, mehr Leben haben wollen, mehr Spaß haben wollen, mehr Freude erleben, mehr sehen wollen, einfach mehr zu haben. Und da liegt eben für mich der große Unterschied. Zufrieden zu sein ist etwas, was wichtig ist. Ja, natürlich, weil es bedeutet, dass du mit dem, was du gerade hast, gut leben kannst, dass du zufrieden damit bist, dass es gut ist und du darfst dafür auch sehr dankbar sein. Doch sich damit zufrieden zu geben, bedeutet auch gleichzeitig nicht mehr weiterzugehen. Da stehen zu bleiben, wo du bist und zu sagen, na ja, ich bin ja zufrieden damit, es kann ja dann von mir aus eben auch so bleiben. Wenn du das wirklich so spürst, dann ist das natürlich total okay. Nur damit nimmst du dir eben auch die Chance, mehr zu wollen und nach mehr zu streben, ist nichts, was verwerflich ist, sondern es setzt eben auch Kräfte frei. Und deswegen ist es so wichtig, auch Ziele zu haben und daran festzuhalten, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt jedes Ziel erreicht, denn Ziele können sich auch verändern. Aber sich zufrieden zu geben, heißt einfach stillzustehen. Und für mich ist das auch eine Form des Mangels. Zu sagen, ja, das ist ja jetzt okay so und dann bleibe ich eben da. Was habe ich denn schon groß zu erwarten? Oder was kann ich denn vom Leben noch erwarten? Oder warum soll ich denn nach mehr streben? Also ich persönlich finde, es lohnt sich immer nach mehr zu streben, denn dadurch entwickelst du dich ja auch. Wenn du nicht mehr erleben möchtest, wenn du nicht weiterkommen möchtest in deinem Leben, wenn das, was jetzt da ist, der Endpunkt sein soll, ja, dann ist das für mich wie schon ins Grab legen und eben nicht sich weiterentwickeln, nicht hungrig und neugierig auf das sein, was da draußen noch alles so wartet. Und deswegen konnte ich mich eben auch nie zufrieden geben, weil ich immer gesagt habe, hey, da muss doch aber einfach noch mehr sein. Und da ist eben auch einfach so viel mehr. Und wenn du diese Tür aufmachst und sagst, ich gebe mich eben nicht mit dem zufrieden, was ich habe, sondern ich strebe nach mehr und schaue, wie ich dieses erreichen kann, dann entwickelst du dich, dann gehst du voran. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass du nicht zufrieden sein sollst oder darfst mit dem, was du hast. Das ist die Grundlage. Denn Zufriedenheit ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Aber eben zufrieden zu sein mit dem, was da ist und dennoch zu sagen, ich möchte aber noch mehr, ist das, was dich weitergehen lässt. Das ist das, was dich jeden Morgen aufstehen lässt und sagt, so und jetzt schaue ich mal, was der heutige Tag mir noch bringt. Denn wenn wir morgens aufstehen und einfach sagen, ach na ja, jetzt wird der Tag so wie gestern und morgen wird er auch so und übermorgen, ja, das ist doch wirklich wie Tod auf Raten. Dann bist du einfach gefangen in dem, was du hast. Und selbst wenn es dich zufrieden macht, heißt es auch noch lange nicht, dass es dich glücklich macht. Und ich persönlich finde, wir sind hier, um glücklich zu sein, um ganz viel Spaß zu haben, um tolle Dinge zu erleben. Natürlich auch, um Dinge zu lernen, um Aufgaben zu erledigen, um Dinge zu lösen, die wir mitgebracht haben aus früheren Leben. Aber auch, um ganz viel Spaß zu haben. Und dabei ist es egal, ob es dabei um materielle Dinge geht, ob es um zwischenmenschliche Dinge geht oder ob es um etwas geht, was du gerne lernen möchtest oder was du sehen möchtest. Alleine, dass ich jetzt hier am Ostseestrand sitze, da bin ich unglaublich dankbar für. Und ich bin sehr zufrieden, hier zu sein. Ich bin glücklich, dass ich hier bin.
Und dennoch weiß ich, dass es noch viele andere Strände gibt, die ich gerne sehen möchte. Und dennoch freue ich mich auch darauf, dass die nächsten Reisen schon wieder geplant sind. Und das heißt nicht, dass ich unzufrieden damit bin, dass ich jetzt hier bin. Ganz im Gegenteil, ich finde das wunderbar. Aber ich darf dennoch weitergehen und ich darf dennoch sagen, hey, und es gibt eben auch noch mehr, es gibt auch noch andere Dinge. Und danach darf ich streben. Und das ist der große Unterschied. Sich zufrieden zu geben bedeutet einfach stehen zu bleiben und zu sagen, naja, dann finde ich mich eben damit ab. Weil das ist auch das, was die meisten Menschen, die sagen, naja, ich gebe mich halt zufrieden damit, dann sagen im Nachhinein, es geht ja sowieso nicht besser. Oder für mich wird ja sowieso nichts anderes mehr kommen. Also gebe ich mich doch lieber zufrieden mit dem, was ich habe. Nur der Punkt ist, sie wissen es ja gar nicht. Vielleicht wartet um die nächste Ecke schon etwas ganz, ganz Tolles. Das würden sie aber nur erreichen, wenn sie losgehen, um zu gucken, ob es dort ist. Da sie es aber nicht tun, weil sie sich ja zufrieden geben, wird es sich eben auch nicht zeigen. Und das ist der große Unterschied. Zufrieden sein bedeutet das zu genießen, was man in dem Moment hat und dafür dankbar zu sein und zu sagen, hey, das ist toll, dass ich das gerade habe. Aber dennoch zu sagen, und morgen gehe ich weiter und gucke um die Ecke, weil vielleicht wartet da etwas, was mich noch mal ein Stück weiterbringt auf meinem Weg und was mich vielleicht sogar noch ein bisschen glücklicher macht. Was vielleicht sogar noch ein bisschen schöner oder bunter für mich ist oder auch einfach nur anders. Und deswegen bin ich der Meinung, zufrieden geben sollten wir uns einfach nicht. Denn dann kann man sich wirklich auch gleich hinlegen und warten, bis man irgendwann nicht mehr da ist. Das ist meine Meinung dazu. Und ich mag es einfach nicht, mich zufrieden geben zu müssen, sondern ich finde, wir dürfen alle nach mehr streben. Egal, ob es um das Thema Geld geht oder ob es um Beziehungen geht oder worum es auch immer geht. Du darfst dir deine Traumreisen ausmalen und du darfst dir Möglichkeiten schaffen, sie zu erreichen. Und du musst nicht sagen, hey, sei doch schon mal froh oder zufrieden, dass du jetzt an der Ostsee bist und gleichzeitig von den Malediven träumen. Das eine heißt ja nicht, dass das andere deswegen schlechter ist. Und wenn ich jetzt davon träume, mal auf den Malediven zu sein, heißt das nicht, dass ich das hier nicht zu würdigen weiß. Aber ich darf doch beides haben. Warum denn nicht? Wir müssen uns eben nicht begrenzen. Doch wenn wir uns zufrieden geben, dann begrenzen wir uns. Und genau das ist es, worum es eben nicht gehen sollte. Und deswegen sei zufrieden mit dem, was du hast, aber strebe gerne auch nach mehr. Wenn du Arbeit hast, herzlichen Glückwunsch, es ist wunderbar, nicht nur in der heutigen Zeit, aber da ganz besonders Arbeit zu haben. Doch bist du damit wirklich zufrieden? Fühlst du dich dort wirklich gut aufgehoben? Und wenn das so ist, auch herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Aber auch das heißt nicht, dass du nicht nach mehr streben darfst, dass du nicht vielleicht nach Aufstiegschancen schaust. Oder dass du einfach das Gefühl hast, hey, vielleicht gibt es da ja auch noch eine andere Firma oder eine andere Möglichkeit für mich, wo ich eben etwas Neues lernen darf, wo ich mich ausdehnen darf, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehen kann. Und dann ist es gut, das zu tun. Was ja nicht heißt, dass du mit deinem jetzigen Job haderst und hadern musst oder dass du eben nicht dankbar oder zufrieden bist, dass du ihn hast. Aber dennoch darfst du doch danach streben, dich zu verändern. Denn Veränderung ist letztendlich das, was uns lebendig hält. Und wenn wir uns zufrieden geben, tritt keine Veränderung mehr ein. Und das ist Stillstand. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Und das ist auch in Beziehungen so. Wenn du in deiner Beziehung zufrieden bist, ist das gut. Aber wenn du dich zufrieden gibst, weil du glaubst, dass da nicht mehr sein kann oder dass da nicht mehr wartet, dann bist du letztendlich auch nicht wirklich zufrieden. Und dann solltest du dir überlegen, was kannst du tun, um wirklich glücklich zu sein. Denn gerade in Beziehungen sollte man glücklich sein. Oder Thema Geld. Wunderbares Thema zum Thema Zufriedenheit. Wie viele geben sich mit dem zufrieden, was sie haben und sagen, na ja, gut, ja, das ist dann halt so und das wird bleiben, das wird schon irgendwie reichen und damit komme ich auch irgendwie übers Alter. Das ist schön, wenn das so ist. Wissen kannst du es letztendlich auch nicht, weil niemand von uns weiß, wie es sich verändert. Und ja, es ist gut, wenn du damit erstmal zufrieden bist, natürlich. Doch auch da nach mehr zu streben und nach Möglichkeiten zu suchen,
wie du es für dich verändern kannst, wie du es für dich erweitern kannst, ist unfassbar mindblowing, wie man so schön sagt. Bringt deine Gedanken und dein Kopf wirklich zum positiven Explodieren und bringt dich einfach weiter. Weil, wie gesagt, niemand weiß, wie es sich entwickelt. Und wir merken ja jetzt schon, dass das, was wir vor 3, 4 Jahren hatten, oft nicht mehr ausreicht für die Dinge, die wir damals bekommen haben, weil einfach alles teurer geworden ist. Und das kann unter Umständen ja so weitergehen. Oder es verändert sich komplett. Deswegen nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um sich zu verändern, um weiterzugehen und um noch zufriedener zu sein, um noch glücklicher zu sein, ist etwas, was lebendig ist. Und das ist auch etwas, was mir tatsächlich sehr, sehr häufig fehlt. Denn wie viele Menschen geben sich zufrieden mit dem, was sie haben? Und wenn du dann anders bist, dann heißt es noch, ja, du Träumerin. Du immer mit deinen Luftschlössern. Ich habe schon immer gerne Luftschlösser gebaut und ich habe schon immer gerne geträumt. Deswegen habe ich auch immer wieder mich verändert und immer wieder neue Sachen gefunden, weil ich mich eben nicht zufrieden gegeben habe. Denn Zufriedenheit ist nur die Basis. Darauf sollte aber das Glück kommen oder die Glückseligkeit oder was auch immer. Denn das ist es, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier, um zufrieden zu sein und um vor uns hinzuleben, bis wir irgendwann in Rente gehen und dann irgendwann unter die Erde kommen. Die Zeit bis dahin soll eine super schöne Party werden. Mit Ausreißern, die eben nicht so toll sind, wo wir Dinge erleben müssen, die, ja, die nicht so schön sind, aber die uns letztendlich auch wieder weiterbringen. Aber eben nicht einfach zufrieden geben und sagen, naja, dann ist es halt so, dann bleibt das jetzt eben so. Also mein Weg ist es nicht und mich würde sehr interessieren, wie das für dich aussieht. Ob du auch jemand warst, der schon immer gesagt hat, nee, ich will mich nicht zufrieden geben. Ich bin zwar zufrieden, aber ich möchte mehr, ich möchte weiter. Oder ob du eben jemand bist, der sagt, nö, mir reicht das, es ist okay für mich. Wie gesagt, keine Wertung, jeder darf das für sich selber entscheiden. Ich behaupte aber einfach mal, dass die meisten Menschen gerne mehr würden, sich aber einfach nicht trauen, weil sie davon ausgehen, dass es für sie sowieso nicht gemacht ist. Und das ist einfach unfassbar schade, denn dann wird es auch nicht eintreffen. Aber einfach mal zu sagen, hey, ich gehe voran, ich gehe einfach weiter und ich gucke mal, was sind denn eigentlich meine Träume? Und was ist denn das, was ich gerne noch erreichen oder erleben möchte? Und es dann einfach mal zu tun, sich zu öffnen für die Möglichkeiten. Denn das ist ja das Fantastische. Wenn wir uns öffnen für die Möglichkeiten, die da draußen sind, dann kommen sie ja auch. Und heutzutage tatsächlich mehr denn je. Aber dafür braucht es natürlich auch den Mut, mal in andere Richtungen zu schauen. Im finanziellen Bereich eben nicht immer nur auf die altbewährten Mittel, die es so gab, um sich eben ja, ein finanzielles Polster anzuschaffen, sondern eben auch mal in neue Bereiche zu gucken. Und in Beziehungen genauso. Sich eben nicht zufrieden zu geben, wenn es nicht mehr so läuft, wie man das möchte, sondern zu gucken, wie kann ich meine Beziehung wieder beleben. Weil es geht nicht darum, sich sofort zu trennen und jemand Neuen zu suchen. Das absolut nicht. Aber zu gucken, was können wir denn gemeinsam noch erschaffen? Was können wir denn gemeinsam noch machen, um es wieder so werden zu lassen, wie es mal war? Oder um es vielleicht noch schöner zu machen? Und wenn du irgendwo bist, wo es dir gut gefällt, dann sei dankbar dafür und sei zufrieden, dass du da bist. Aber deswegen darfst du trotzdem von mehr träumen. Das ist absolut okay. Und lass dir bitte nicht einreden, dass du dich zufrieden geben sollst, wenn du es nicht möchtest. Sondern lebe deine Träume und bleibe dabei. Denn sie haben ja einen Grund, dass sie da sind. Und deswegen darfst du sie auch wirklich weiterhin verfolgen. Und ja, schreib mir gerne wieder in die Kommentare, wie du das für dich siehst, zu welcher Seite du sozusagen gehörst oder was dir vielleicht auch fehlt, damit du eben herauskommst aus dem Gefühl, ich gebe mich zufrieden, in das Gefühl, ja, ich bin zufrieden, aber ich will mehr. Und wie gesagt, ich denke, die meisten Menschen wünschen es sich eigentlich tief in sich. Aber sie haben leider verlernt, weiterzugehen und danach zu streben, sondern geben sich zufrieden. Und ich finde das persönlich sehr, sehr schade.